Wenn Sie eine App entwickeln lassen möchten, liegt ein wichtiger Teil des Erfolgs in der Definition der Anforderungen an Ihre App. Sicher möchten Sie zu Beginn ein grobes Budget kennen, das Ihnen dabei hilft, Ihr App-Projekt zu planen. Die meisten Projekte scheitern an falschen oder an ungenauen Anforderungen, die zu Beginn gestellt werden. Eine Schätzung, die Sie erhalten, ist immer nur so zuverlässig wie die Anforderungen, die der Schätzung zugrunde liegen. Damit Sie bereits in der Planung Ihres App-Projekts die größten Fehler vermeiden, möchte ich Ihnen in diesem Video die 8 wichtigsten Fragen an die Hand geben, die Sie stellen sollten, damit sowohl das Budget als auch die Timeline für Ihr Projekt realistisch abgeschätzt werden können. Denn passiert dies nicht, basiert die gesamte Schätzung auf falschen Annahmen. Wenn diese falschen Annahmen erst während des Projekts erkannt werden, kann sie das schnell hohe Summen an Zusatzbudget kosten und ihre Timeline erheblich verzögern. Ich möchte Ihnen dafür alles an die Hand geben, um Ihnen transparent zu machen, dass das Auslassen von Fragen aus dem folgenden Katalog zwar die Entwicklung einer App zulässt, ausgelassene Anforderungen aus diesem Katalog jedoch immer ein nicht unerhebliches Risiko für Ihr Budget und Ihre Timeline bedeuten. Lassen Sie uns also direkt einsteigen. Die folgenden Fragen sollten Sie bereits in der Planung Ihres App-Projekts von Beginn an stellen. Erstens, auf welchem Betriebssystem soll die App lauffähig sein? Die häufigsten Betriebssysteme sind iOS und Android. Sollte die App nicht über einen App Store zum Download zur Verfügung gestellt werden, so bietet sich auch eine Entwicklung als Web-App oder mit einem Responsive Design an, was häufig deutlich günstigere Kosten und eine schnellere Entwicklung bedeutet. Zweitens, auf welchen Endgeräten soll die App laufen? Inzwischen gibt es verschiedene Gerätetypen wie Smartphones, Watches, Tablets oder auch Desktop-Anwendungen für die jeweiligen Betriebssysteme. Es ist relevant für die Entwicklung zu wissen, welche Geräte für Ihre App wichtig sind. So kann die Qualitätssicherung spezifisch auf diesen Geräten testen und die Entwickler können bereits von Beginn an auf die richtigen Bibliotheken und Frameworks setzen, um diese Endgeräte zu unterstützen. Drittens. Auf welche Display-Ausrichtung soll die App ausgelegt sein? Soll die App im Landscape-Modus, also horizontal ausgerichtet, oder im Portrait-Modus, also vertikal ausgerichtet, dargestellt werden? Oder möchten Sie beide Modi unterstützen und die App soll sich mit dem Drehen des Endgeräts anpassen? Viertens. Wird ein Backend für das Speichern und das Austauschen von Daten benötigt? Um Daten zum Beispiel zwischen Web-Anwendungen, zwischen Cloud-Anwendungen und anderen Systemen auszutauschen oder um Daten persistent in einem Backend zu speichern, kann die Entwicklung eines Backends nötig werden. Hier kommt eine weitere Technologie ins Spiel, insbesondere die Schnittstelle zu der App und zu anderen Cloud- und Legacy-Anwendungen muss im Detail geplant werden. Falls ein Backend oder ein weiteres System angebunden werden muss, welche Schnittstellen stehen bereit und welche müssen für die Anbindung eventuell neu entwickelt werden? Bei unbekannten Umgebungen und Schnittstellen können gerade in diesem Bereich erhebliche Aufwände entstehen, die Ihre Timeline verzögern und später Ihr Budget überschreiten, wenn sie übersehen werden. Fünftens. Gibt es bereits Mockups oder sogar Screen Designs zu Ihrer App, um die Benutzeroberfläche zu visualisieren? Meine Empfehlung ist, dass Sie nach der Erfassung der Benutzeranforderungen oder User Stories mit der Konzeption und dem Design der Oberfläche beginnen. Eine sichtbare Benutzeroberfläche gibt Ihnen ein realistisches Gefühl dessen, worauf es bei Ihrer App im Wesentlichen ankommt, nämlich die Usability für Ihre Benutzer. Mit einer ersten Version einer Oberfläche in Form eines Designs oder Wireframes können Sie bereits frühzeitig mit Ihren Nutzern testen und wertvolles Feedback einsammeln. Das sorgt dafür, dass Sie Sicherheit darin bekommen, eine App zu entwickeln, die von Ihren Nutzern auch wirklich angenommen wird. Und zwar ohne schon Aufwände und Kosten für die Programmierung zu haben. Sechstens, welche funktionalen Komponenten möchten Sie Ihren Nutzern über die App anbieten? Meist ergibt sich dies aus der ersten Version des Konzepts der Benutzeroberfläche. Die Komponenten aus dem folgenden Katalog sollten üblicherweise zur Aufwandsschätzung bekannt sein. Muss die App auf GPS-Daten zugreifen, um Geoinformationen und den Standort des Nutzers zu erfahren? Soll die App über eine Routenplanung verfügen? Sollen in der App Adressen markiert werden können? Soll es Funktionen zum Teilen von Inhalten oder von Stati in der App über Social Media geben? Soll die App über individuelle Benutzerprofile und ein Login verfügen? Soll es ein Login mit Social Media Profilen geben? Soll die App Sprachassistenten oder Funktionen von Sprachassistenten einbinden? Soll die App über
Mobile Commerce Funktionalitäten verfügen oder soll die App Produkte, die Sie in einem Online-Shop mobil kaufen können, bereitstellen? Soll es Anbindung von Zahlungsdiensten geben? Soll die App auf die Kamera zugreifen, um Funktionen der Kamera in Ihrer App zur Verfügung zu stellen? Soll die App Möglichkeiten und Funktionen zum Scannen von zum Beispiel QR-Codes, RFID-Codes oder Barcodes zur Verfügung stellen? Soll die App Offline-Funktionalitäten, zum Beispiel die Nutzung von Funktionen und Daten auch ohne dass eine Internetverbindung besteht, ermöglichen? Soll die App bei bestimmten Events Push-Notifications versenden? Soll die App über eine Suchfunktion innerhalb der App verfügen und soll diese Suchfunktion auf Daten in der App oder auch auf Daten von eventuell integrierten anderen Anwendungen zugreifen? Die siebte Frage, die Sie stellen sollten, um die Anforderungen an Ihre App zu spezifizieren, ist: Welche nicht funktionalen Anforderungen haben Sie an Ihre App? Nicht funktionale Anforderungen sind solche, die Sie nicht direkt als Funktion für Ihren Nutzer zeigen, die jedoch wichtige andere Parameter definieren, die für die Akzeptanz und für die Zufriedenheit Ihrer Nutzer relevant sind. Um in diesem Punkt die Sicherheit zu bekommen, nicht zu übersehen, helfen Ihnen die folgenden Fragen. Welche Anforderungen an die Performance der App haben Sie und unter welchen Rahmenbedingungen gilt diese Anforderung? Rahmenbedingungen sind zum Beispiel Anzahl gleichzeitiger Nutzer, geografische Position der Nutzer, Datenmengen, Geschwindigkeit des Internetzugangs auf Ihrem Endgerät. Verhalten der App bei aufwendigen Operationen im Hintergrund. Muss die App also jederzeit auf den Nutzer reagieren können, auch wenn gerade zum Beispiel Daten im Hintergrund verarbeitet werden oder wenn die Internetverbindung gerade nicht stabil ist? Und wie soll sich die App bei großen Datenmengen verhalten, also bei einer großen Benutzerlast oder bei großen Datenmengen, die über die Oberfläche erfasst werden oder über Schnittstellen eingespielt werden? Hier sollte definiert sein, was für Sie große Datenmengen bedeuten. Welche Anforderungen haben Sie an die Usability der App? Es ist selbsterklärend, dass eine App einfach zu bedienen sein muss. Das hängt zusätzlich von der Erfahrung und der Kenntnis des späteren Nutzers in der Bedienung einer solchen App ab. Dies ist ein Argument dafür, möglichst früh mit der Konzeption der Benutzeroberfläche zu beginnen und diese möglichst früh durch Repräsentanten ihrer späteren Zielgruppe testen zu lassen. Eine weitere nicht funktionale Anforderung ist die Datensicherheit. Wenn Ihre App Daten speichert, müssen diese Daten verschlüsselt auf dem jeweiligen Endgerät gespeichert werden? Insbesondere gilt dies für personenbezogene Daten, um mit den Richtlinien der DSGVO kompatibel zu sein. Wie wahrscheinlich ist es, dass die App kontinuierlich weiterentwickelt wird? Gerade bei Apps mit komplexer Logik sollten Sie mit Ihrem Team darüber nachdenken, automatisierte Tests von Beginn an zu entwickeln. Automatisierte Tests sorgen dafür, dass Sie mit kontinuierlicher Weiterentwicklung bereits bestehende Funktionen Ihrer App mit jeder neuen Version automatisch testen können. Mit diesen automatischen Tests entdecken Sie eventuell unerwünschte Seiteneffekte, ohne dass Sie alle Funktionen jeweils manuell testen müssen. Das spart gerade bei Apps mit umfangreichen Funktionen erhebliche Aufwände für manuelles Testen und Enttäuschungen durch unentdeckte Fehler in bestehenden Funktionen. Gibt es bestimmte Anforderungen an den Batterieverbrauch? Wenn Ihre App zum Beispiel auf Funktionen wie Bluetooth oder GPS zugreift, kann der Batterieverbrauch hoch sein. Das sollten Sie berücksichtigen und Ihren späteren Anwendern kommunizieren. Bis zu welcher Version des jeweiligen unterstützten Betriebssystems muss die App abwärtskompatibel sein? Dies hängt im Wesentlichen von der Erwartung und der Ausstattung Ihrer späteren Nutzer ab. Achtens. Handelt es sich bei der Entwicklung der App um eine Neuentwicklung oder um einen Relaunch einer bestehenden App? Bei einem Relaunch haben Sie schon viele Erfahrungen und Daten aus der Nutzung der App gesammelt. Lassen Sie diese Erkenntnisse unbedingt in die Neuentwicklung einfließen. Wenn es sich um einen App-Relaunch handelt, sollten Sie sicherstellen, dass bestehende Daten für Ihre Nutzer ohne großen Aufwand und ohne Fehler zwischen den Versionen migriert werden können. Wenn Sie diese Fragen im Wesentlichen beantwortet haben, können Sie zuversichtlich sein, dass auch Ihre Schätzung des Budgets und der Timeline realistisch sind. Wenn Sie eine Einschätzung von unseren App-Experten zu Ihrem Projekt wünschen, klicken Sie jetzt auf den Link unter dem Video und laden sich den vollständigen Guide zur Definition zuverlässiger und solider Anforderungen für Ihr App-Projekt herunter oder vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin mit uns, um Ihr Projekt zu besprechen und eine erste kostenlose Beratung zu erhalten.